Wie heißt das? Pförtner. Der Pförtner, der dann aufmacht, damit es der Essensbrei oder die Flüssigkeit in den Dünndarm reingeht. Der wird es sehr bald aufmachen, weil ihr nichts drunter habt. Deswegen soll man nach dem Essen nichts trinken, weil dann ist das Essen da drunter und dann schütte ich Wasser da und dann gluckert es halt nur rum und neutralisiert oder verdünnt die Säure, die Magensäure. Also in dem Fall neutralisiert er es sogar. Also es ist ein Tick blöder, deswegen lernt man mit dem Wasser gut eine Wasserkultur sich anzueignen, wann man wie viel trinkt. Aber jetzt habe ich das getrunken, jetzt hat der Pförtner schon aufgemacht, weil er sagt, Wasser rein, braucht keine Säure jetzt produzieren, um das irgendwie zu verdauen, weil das braucht man nicht verdauen. Das ist das Einzige, was unverdaut weitergeht. Jetzt ist schon im Darm drin, in dem im Dünndarm, da sind so laute Zotten. Diese Darmzotten, die haben eine ganz große Oberfläche. Das habt ihr vielleicht mal im Bild gesehen. So ganz kleine Zöttchen und durch diese große Oberfläche kann dann sehr viel aufgenommen werden. Das ist eine richtig große Fläche, so ein Fußballfeld groß. Wenn wir aber jetzt dauernd diese Brotprodukte und all diese Sachen essen und natürlich Schokolade und alle anderen Sachen, dann fangen die an so zu verkleben und können sich nicht mehr so gut bewegen, weil die sind schon beweglich. Das ist wie, wenn ich hier streichle mit Essensbrei, dann will es sich bewegen, ist immer aktiv. Verdaut halt. Wenn es aber jetzt verklebt ist, dann schrumpft die Oberfläche auf eine viel kleinere Größe. Mit dem Wasser oder mit Ballaststoffen oder mit anderen Methoden, aber gerade mit dem basischen Wasser allein schon. Das wird in Japan von dem Ministerium bei Verstopfungen empfohlen. Also die Ministerien in Japan, Korea, die empfehlen ihren Bürgern, bei bestimmten Krankheiten dieses Wasser zu trinken. Das ist da schon durch. Auch das Krebsthema ist da schon sehr weit wissenschaftlich dargestellt, was das Wasser bei Krebs macht. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt davon aus, meine Darmzotten sind einigermaßen okay. Wenn nicht, würde dieses Wasser jetzt die anregen und langsam den Dreck hier rausführen, dann hätte man Durchfall oder Blähungen. Auf jeden Fall, das Wasser reinigt mir meinen Dünndarm und da liegt der Tod. Wenn das nicht funktioniert, wie soll ich dann die tolle Bioware da zu mir nehmen? Im Gegenteil, die ganzen Verklebungen verursachen dann irgendwelche Toxine, Gifte, die dann auch noch zurückresorbiert werden. Dann gärt sich das vor sich rum und wir werden dauernd schön vergiftet. Gar nicht von der Mikrobiologie jetzt angefangen zu reden. Aber das Wasser unterstützt auf jeden Fall die Darmfunktion, reinigt den Darm, also saniert den Darm, kann ich sagen. Und einfacher geht es ja wohl nicht. Ich muss sowieso Wasser trinken, dann trinke ich ein Wasser, wo noch ein Zusatzeffekt drin ist. Und jetzt habe ich jetzt das hier am Darm, das Wasser ist hier. In dieser Zotte ist ein Blutgefäß und ein Lymphgefäß. Die Lymphe nimmt das Wasser auf, das Blut nimmt dann die anderen Nährstoffe auf, die Lymphe nimmt aber auch noch Nährstoffe auf, aber hauptsächlich das Wasser. Jetzt geht es dann hier jetzt praktisch über die Lymphbahn, da ist dann so eine extra Bahn, so stelle ich es mir vor, ich bin da auch noch nicht ganz, ich kann noch nicht reinschauen, da gibt es auch nicht so viel Literatur, die ich bisher gefunden habe. Aber da heißt es, dass es hier in den Milchbrustgang dann reingeht, vorher durch die Lymphknoten gefiltert und dann geht es ins Blut rein und dann vom Blut wieder hin, da wo es hingehen soll. Also so ist der Wasserkreislauf. Jetzt ist aber der Punkt, wenn die Gesamtmenge dieses Wassers, die ich zu mir nehme, höher ist wie bei jemand anderem, dann habe ich mehr Energie. Weil das Wasser einfach nicht nur jetzt besser Nährstoffe transportiert, egal ob jetzt basisch oder nicht, das ist ein anderes Thema, aber unser Alter hängt davon ab, wie viel Wasser wir insgesamt im Körper haben, also ob 60, 70 oder 50, ab 50 wird es dann, stirbt man dann so eher. Wie viel in der Zelle ist, ob die Zelle eher so schön proppivoll ist oder in sich so eingesackt ist und dann faltig wird oder wie, so entsteht das, sag ich mal. Und wie viel Kreislauf ist, das ist wie viel fließt jetzt insgesamt dann pro Tag rum, sind es so und so viele Liter oder so und so viele Liter. Das macht unser Alter aus. Wenn wir das immer aufrechterhalten, in dem, wie es, wenn es jung ist, dann können wir alt werden, wie wir wollen. Weil bewiesen wurde es, dass irgend so eine Hühnerherzzelle, solange man die Flüssigkeit außenrum austauscht, lebt diese Zelle 16 Jahre, bis man sie nicht mehr austauscht, dann stirbt sie. Das heißt, Zellen können länger leben und wir erneuern uns jeden Tag. Alle 3 Jahre hat sich fast alles komplett erneuert, jede Zelle. Das ist die Frage, wenn sie sich teilt, die neue Zelle, weiß sie, was sie werden soll? Passt das mit der Information? Oder ist da so eine kleine andere Information mit vermischt und nämlich altern und schon entsteht eine ältere Zelle, sag ich mal. Aber das ist dieser Energiefaktor. Das heißt, wenn wir messen, wenn wir wissen, wie viel Wasser in uns hier rumdreht, wie viel in der Zelle ist, wie wir insgesamt zu uns nehmen, dann kann man sagen, der lebt oder dem geht es nicht mehr so gut. Weil
Ich stelle mir es so vor, es heißt nämlich, Wasser ist unser Energielieferant Nummer 1. Also vor der Breze oder vor dem Krapfen oder Schweinebraten, Wasser ist ein höherer Energielieferant. Der gibt uns mehr Energie. Also das ist so mein Hauptzweck hier jetzt für die Leute, das zu begreifen. Dann ist es ganz anders, weil dann heißt es immer so, iss mal was. Ja, was denn? Ich habe doch getrunken. Das ist auch Nahrung, also flüssige Nahrung. In dem Fall soll er wirklich mit Elektronen aufgepumpt. Deswegen ist es nochmal ein Tick mehr Nahrung, sag ich mal. Aber ein Wassermolekül hat ja diese zwei Ärmchen, HH, O, also so in der Art. Hier ist plus geladen, minus geladen. Deswegen ist es ein Dipol. Deswegen gibt es diese Clusterstrukturen, worauf ich hier gar nicht eingehe. Aber wenn jetzt hier ein plus und minus geladenes Teilchen irgendwo rumfließt in der Stromleitung und so weiter, entsteht dann immer irgendwie Energie. Bewegung und magnetisch, irgendwie entsteht dann Energie. Und so ist es dann, wenn es durch die Zellmembran durchgeht, entsteht Energie. Also es ist so kann man es dann auch erklären, warum Wasser Energielieferant Nummer 1 ist und warum dauernd Zellwasser ausgetauscht werden muss. Und nicht jedes Wasser wird von der Zelle akzeptiert auch. Ist auch sehr kompliziert mit der Zelle. Warum ist Kalium in der Zelle viel höher und Natrium außerhalb mehr? Kalium zerstört diese feine hexagonale Struktur, diese, ich sag mal, vitale Struktur, was wir immer wollen, was auch in die DNS ist an Wasser, also DNS hat auch nur Wasser um sich, also alles hat so eine Hydrathülle, DNS-Proteine und die sind immer dieses hexagonale Wasser, sechseckig. Und Kalium zerstört auch diese sechseckige Struktur. Was passiert? Die Oberflächenspannung des Wassers verändert sich. Und Natrium fördert es aber, Calcium fördert es auch. Also das heißt, diese Zellvorgänge, Wasseraustausch in die Zelle, außerhalb der Zelle, das ist nicht nur, weil da irgendwie verschiedene Mineralien da sind, sondern es läuft über, ist es hexagonales Wasser oder kein hexagonales Wasser? Wo sind die Mineralien, die das fördern? Wo sind die anderen? Fehlen dann welche? Also da ist noch diese Wasservitalisierung ein Thema in dem Wassertransport, aber das ist dann, geht zu sehr ins Tiefe, ich habe da selber noch nicht reinschauen können. Aber da ist schon die Information recht weit, man kann es schon messen über Kernspinresonanz kann man das auf jeden Fall messen. Hexagonales Wasser ist beim Ionisierer, ja, stimmt, da ist man kann es messen, auch die Oberflächenspannung nimmt die auch ab. Das heißt, ein Wasserläufer läuft bei vitalisiertem Wasser schlechter. Deswegen ist vitalisiertes, fein strukturiertes Wasser besser. Aber zurück zu dem basischen Wasser. Jetzt zuerst mal, bisher ist es noch klar, oder? Aber einigermaßen verständlich rübergebracht. Keine Fragen sonst? Okay. Mache ich nämlich weiter mit den Vorteilen, weil es geht einfach um diese Ionisierer. Das ist so ein kleiner Kasten, der alles in einem hat. Das ist für mich die goldeierlegende Wollmilchsau, weil er alles auf einmal im Filter und auch noch keimsicher ist und leicht in der Installation ist und leicht im Filterwechsel ist. Weil bei dem Prozess, den der macht nichts anderes wie eine Elektrolyse, das heißt Pluspol und Minuspol. Im Durchfluss verspürt das Wasser dann einmal Plus- und Minuspol. Die einen Mineralien wandern darüber, die anderen darüber. Und dann trinken wir das eine, ja, und das andere nehmen wir zum Putzen und für Blumen und so weiter, ja, und zum Waschen. Bei diesem Prozess entsteht dann auch Wasserstoff in dem basischen Wasser. Das nennt sich dann aktiver Wasserstoff, weil er irgendwie aktiv ist. Was der für Riesenvorteile hat, weiß ich nicht, aber der hat auch Vorteile. Der ist aber dann auch wieder verflogen. So ist es auch mit dem Redoxpotential. Der nimmt dann auch am ersten Tag wieder sehr schnell wieder weg. Das heißt, ab dem Tag 2 würde das Wasser schon wieder rosten. Aber nicht so schnell wie andere Wässer und würde auch so bleiben, weniger rosten, sage ich mal. Der pH-Wert bleibt auch schon so ein, zwei Wochen, aber geht natürlich auch wieder langsam flöten. Aber trotzdem ist es immer noch ein hexagonales Wasser, ein fein strukturiertes Wasser. Und da möchte ich dann doch auf die Vitalisierung ein bisschen eingehen, weil ich habe die anderen Punkte genannt, dass die mir sehr, sehr wichtig sind, weil das hexagonale, vitale Wasser ist für mich einfach schon mittlerweile Standard. Das sollte jeder Wasserhahn schon inklusive haben, ist es möglich, ob per Symbolik oder andere Methoden. Aber der Ionisierer, diese mit Strom betriebenen Elektrosmog-Geräte, sage ich mal, wogegen ich immer da war, 2 Jahre lang habe ich die verteufelt ein bisschen. Aber der Strom hilft uns dabei, nämlich durch den Strom, durch diese Reibung stelle ich mir so vor, dass das Wasser durchflitzt und es
Wärme oder Reibung, irgendwas entsteht, werden diese Tropfen auch zerkleinert oder wieder formatiert, würde ich sagen. Und da ist dann so, dass diese großen Tropfen, die dann durch den Leitungsdruck entstanden sind oder durch irgendwelche Einflüsse, zum Beispiel im Filter ist ein Cadmiumatom gesammelt, oder nehmen wir lieber irgendeine Chemikalie, das Wasser fließt vorbei, nimmt diese Frequenz auf, die steckt jetzt da drin in Form einer Struktur, dreidimensionalen Tropfenstruktur, sage ich mal, und der Ionisierer zerstört es, wie dieser Wirbler auch. Der kann es auch zerstören, aber der zerstört es über die Drehreibung, Wandreibung, und der Ionisierer macht es irgendwie über den Strom. Jetzt haben wir hier ganz feine Wässer, so hexagonale Wässer, und um euch dieses Vitalisierungsthema dann näher zu bringen, weil da braucht man nicht viel reden, das ist auch so ein Vitalisierer zum Beispiel. Was macht das Wasser? Es passt sich an. Das heißt, wenn ich hier jetzt Wasser verschütte, man sieht, der passt sich an, und wenn es da jetzt eine Rinne gäbe, dann würde er wegfallen. Er passt sich überall an. Also